Freunde, also ich kann nicht schlafen, ne? Kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit auf irgendwas rumdenkt und kein Auge zukriegt? Das ist furchtbar. Und ich habe jetzt so, glaube ich, so 3, 4 Stunden geschlafen. Ey, ich glaube, wir haben einen Denkfehler in der ganzen Sache. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich krieg aber auf jeden Fall kein Auge zu, bevor ich das nicht gelöst habe. Und zwar, glaube ich, wir haben das Ganze ja jetzt in die Raffinerie gebracht, ja? Und um das von der Raffinerie wegzubringen, brauchen wir natürlich ein Transportschiff. Und das Problem, wir haben natürlich eine Cutter, ja, alles gut, aber das Problem ist, ich glaube, die Cutter, die fasst nicht genug, als dass wir das da wegtransportiert kriegen. Das heißt also, wir werden es wahrscheinlich gar nicht dort wegkriegen, denn splitten können wir die ganze Geschichte, glaube ich, noch nicht und auch nicht zwischenlagern auf der Station. Deswegen glaube ich, wir müssen uns schleunigst wieder zurückbegeben, um diesen Prozess da zu stoppen. Oder sehe ich das falsch? Das ist doch richtig, oder? Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen. Ich auf jeden Fall unruhige Nacht. Ne? Mittlerweile ist hier auch dunkel. Das Mining-Zeug scheint weg zu sein. Das war hier, glaube ich, neben uns. Ja, Freunde, was machen wir? Ich glaube, wir machen die Prospekte einfach nochmal voll. Ich hoffe, das reicht. Ich meine, 24 Stunden sind lange nicht um. Wir waren ja vorhin so bei 23 Stunden Mietdauer noch für die Prospekte. Das heißt, mit 3, 4 Stunden Schlaf sollten wir dann bei, ja, 19 Stunden noch sein, ne? Wenn es jetzt in-game abgelaufen ist. Wenn es nicht in-game abgelaufen ist, sind wir so bei 23, 22. Ne? So. Deswegen würde ich sagen, wir starten durch, machen die Mühle an. Wir müssen natürlich gucken, wir haben ja nur die Engines ausgemacht. Und wir starten durch, würde ich sagen. Machen das Schiff voll, suchen uns aber erstmal eine helle Seite. Ich kann ja mal scannen, mal gucken, vielleicht haben wir ja hier was Schönes. Ja, da vorne. Wir können ja mal gucken. Obwohl, nee, ich will hell. Ich will hell. Ja, auf jeden Fall hat das schon mal geklappt mit dem Ein- und Ausloggen. Ne? Also, das hat wunderbar geklappt. Richtig cool. Das geht also. Hat jetzt natürlich noch ein bisschen was damit zu tun, was ist, wenn die Zeit jetzt abläuft. So, aber das werden wir alles schon noch rausfinden. Keine Sorge. Aber erstmal müssen wir jetzt hier unser Zeug sichern. So, hier, da springen wir mal hin zum Orbital-Marker. Fliegen auf eine helle Seite, minern uns noch ein bisschen was ab. Diesmal mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen was Wertvolleres finden. So, einmal hier rum um die Olga. Zack. Hätten wir jetzt auch schon hell. Können wir, glaube ich, auch direkt fliegen. Na, oben haben wir UM2, alles klar. Also da geht die Sonne rum. Das heißt, da müsste es auf jeden Fall noch hell sein. Aber ich glaube, ich fliege mal dahin. Beziehungsweise dahin. Da ist auf jeden Fall hell. So machen wir das. So. Wunderbar. Ja, und dann, ne, wie gesagt, nur das geile Zeug. Ich hatte euch ja die Liste versprochen. Die blende ich euch jetzt hier an der Stelle mal ein. Ne, das sind auch jeweils die wertvollsten Materialien. Und darunter die drei oder ja, die ersten vier, ne, mit Quantanium sind die wertvollsten Materialien. Und danach kommen dann die zweitwertvollsten. Und da werden wir uns mal so ein bisschen nachrichten, würde ich sagen. Schauen wir mal. Quantum Travel complete. Ja, und auch Celine sieht wunderschön aus, muss man sagen. Ja, und wenn wir jetzt natürlich, wenn die Zeit nicht in-game abläuft, ja, oder wenn die Zeit in-game abläuft, so rum, dann ist natürlich geil. Ne? Dann haben wir natürlich ordentlich was von der Prospekta, weil ich werde jetzt hier sicherlich nicht 24/7 vorm Rechner sitzen und die Mietzeit der Prospekte ausnutzen. Aber ist ein Learning, ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich nicht so geil. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht.
Ne? Vielleicht habt ihr es mir zu dem Zeitpunkt auch schon in die Kommentare geschrieben, denn zwischen dem ersten Mining-Video und dem zweiten Mining-Video liegen ja 2 Tage, ne? Wo hier nur 4 Stunden dazwischen liegen. Wie kann das sein? Das ist, Freunde, das kann euch nur Einstein beantworten. Das ist Zeit, das Zeitkontinuum. Bla. So, wir fliegen mal hier links rum, würde ich sagen, mit unserem schwerfälligen Vieh hier. Oh, komm schon. Oh, so. Setzen mal einen Ping ab. Und da hinten haben wir doch schon was. So, was haben wir denn da? Fracturing Mode on. Mining Mode on. So, wir haben natürlich schon ein bisschen Titanium drin. Das war ja unser Test. Ah ja, okay. Das sind Diamanten. Machen wir nochmal die Probe, ne, ob das Handmining ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall wieder 0,75 Masse. Sieht auch jetzt schon viel zu groß aus. Oh, 0,85 sogar. Ja, auf jeden Fall Rock. Mann, so. Mein Instrument ist schon verrückt. So, da hinten, da ist auf jeden Fall was. Da fliegen wir erstmal hin. Richtung Nordosten. Schalte mal in den Mining-Modus, ne? Den will ich gar nicht. So, da vorne ist was. Das gucken wir uns mal an. Mining muss ich ausschalten. Wir können natürlich das ganze Zeug auch so scannen, ne? Das geht auch. Aber wir brauchen den Mining-Laser ja meistens sowieso. Wir können natürlich auch so scannen, ne? Das geht auch. Eigentlich müssen wir den gar nicht einfahren. So, ja, ordentlich was am Start. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Und ob das auch schon scannbar ist. So. Sieht erstmal. Ja, okay, der ja. Der auch. Gut. Das sind wieder solche Brocken, die wir direkt einsaugen können. Quarzite. Beryl, Aluminium. Nope. Na gut, Aluminium, ne? Das hatten wir zum Beispiel jetzt auf Dema gar nicht gesehen. Beryl, Hephaestonite. Na, nee. Nee. Also, wie gesagt, ne? Nur Bexelite, Gold, Taranite, Diamant, Borase und Laranit. Ne, das ist das, was wir wollen. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen, das zu finden. Aluminium, Hephaestonite. So, der hier. Das ist ziemlich kleiner, den sollten wir auf jeden Fall aufknackbar sein für uns. Aluminium, Baxalite, Freunde, das ist sehr gut. Dann müssen wir mal aufknacken, würde ich sagen. Dann machen wir auch mal. Das ist schon mal ganz geil. Dann nehmen wir natürlich auch nur Baxalite mit, weil Aluminium ist der letzte Dreck. Zumindest hier in Stan. So, sehr, sehr cool. Wir sehen da oben optimal. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Max optimal. Ich glaube, dieser Bereich hier, da können wir uns komplett drin befinden. Das ist völlig egal. Und wir geben einfach mal Stoff. Oha. War ich die Fehlzündung, der Kleine. So, geben wir mal so ein bisschen Gas hier. Ja, wir haben einen ordentlichen grünen Bereich, ne? Sehr, sehr cool. So, und gehen wir wieder zurück. Sollte auf jeden Fall gar kein Problem sein. Wollen wir ganz ausmachen. Und wie gesagt, wenn er dann immer noch hoch geht, dann könnt ihr mit der Prospekte auch noch ein bisschen zurücksetzen. Ja, das geht auf jeden Fall auch. Aber das ist schon mal ein sehr guter Brocken. Mal schauen, vielleicht haben wir hier noch einen. Das ist bestimmt das Baxalit hier. Bleib schön hier, du kleiner. Du kleiner Sack.
Ah, doch nicht. Ah, wohl doch. Ah, aber das ist schlecht aufgeplatzt. Ah, wohl 52. Doch, das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Obwohl Aluminium echt schlecht ist, aber das müssen wir leider mitnehmen. Weil 72 Baxalin ist ja auch nicht viel. Ne, ist ja wenig Masse gewesen jetzt. Aber mal gucken, vielleicht ist noch ein besserer rausgebrochen hier. Aluminium, Mama. Ja, ich weiß nicht, weiß nicht. Ich meine, das Baxalit ist schon echt gut. Aber meistens bricht da auch dann wirklich, genau, und brechen dann solche Sachen dann da weg. Ne? Schade. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir hier noch einen. Ruh, wird mal schlechter. Aber das hier, 100% Baxalit. Oh, Freunde, ich glaube, wir müssen das mitnehmen, ne? Baxalit ist einfach zu gut. Das können wir nicht hier lassen. Auch wenn Aluminium dazwischen ist und das wirklich echt nichts wert ist. Aber das müssen wir noch mitnehmen. Das nehmen wir auch noch mit hier. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet bei Baxalit. Jetzt in meinem Fall. Also würdet ihr den Brocken hier noch mitnehmen mit 10%? Oder wäre das schon nix? Wäre das schon nix mehr? So, hier glaube ich noch einen, ne? Hier ist noch einer. Nein. Da müssen wir mal hier ein bisschen rumcruisen. Ach, komm, den müssen wir auch noch mitnehmen. Müssen wir leider auch noch mitnehmen, Freunde. Baxalit ist einfach zu geil. Da haben wir auch noch einen. Guckt euch das mal an. Komm, noch ein bisschen mehr Baxalit jetzt hier. Komm. Oh ja. Den nehmen wir noch mit, auf jeden Fall. Ja, kaum Inert Material, wenigstens das. Gut, so viel dazu. Dann fahren wir den Mining Laser mal kurz ein, um ihn danach gleich wieder auszufahren, um dann den Modus zu wechseln. Ja, wie gesagt, Freunde, ne, ich bin noch ein bisschen am struggeln hier mit meinem Joystick. Das muss alles noch ein bisschen besser werden. So, ich glaube, die hatten wir alle schon, ne? Genau, was hat der hier? Den hat man noch nicht. Quarzit. Was war das denn jetzt hier eigentlich für einer? Das war ein auch ein Quarzit. Ist das so, dass dann Baxalite wirklich in Quarziden steckt? Oder ist das egal? Oder mit was hat das was zu tun? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Da gibt es ja mittlerweile wirklich viele dieser Namen. Ich glaube, wenn es Quantanium ist, dann ist das wirklich so, dann heißt es auch irgendwas mit Quantasit oder irgendwie sowas. Aber ob das mittlerweile immer noch so ist, kann ich auch nicht sagen. Gut, den kriegen wir nicht geknackt hier. Der ist viel zu groß. Und dann sind wir hier schon mal fertig. So, war doch erstmal ganz okay, aber da hinten ist noch was. Kann aber wieder Diamant sein. So wie das hier gerade sich da reinäumelt, habe ich mir gedacht. Schade. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken nochmal, ob wir noch was finden hier. Da ist noch was. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, einmal haben wir hier den hier. Was ist denn in dir drin? So, komm mal her. Komm mal her, du. So, er ist aber schon... der wieder, ich glaube, der ist wieder zu groß. Obwohl, nee, geht. Hephaestonite. Nee, Hephaestonite wollen wir nicht. Haben wir da. Ah, ich bin ja noch viel zu weit weg. Ah, zum Scannen reicht's. Auch Hephaestonite. Ich meine, Hephaestonite ist in der dritten Kategorie. Aber, nee, komm. Borase. Borase könnten wir mitnehmen. Zumindest können wir es mal aufknacken.
Ne, vielleicht haben wir ja Glück. So, aber erstmal den Rest hier scannen. Der ist auch okay für uns. Wechselite. Wup, wup, wup. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, den sprengen wir erstmal. Ich muss mal sagen, Mining macht schon Bock. Ne? Auch mit dem neuen Mining-Display und so. War schon alles ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Und auch der Laser. Also ich hab's mir schon mal vorgestellt. Also das ist wirklich machbar mit dem Standardding. Und auch ohne Komponenten und so. Also wirklich in Ordnung. Gar kein Problem. So, jetzt noch ein paar schöne Brocken hier. Alles über 50 nehme ich mit. Alles über 40 nehme ich mit. Dann hast du mir auf gar keinen Fall mit. Aber das vielleicht. Nein. Ja, vielleicht hat das auch was mit dem Laser und den Komponenten zu tun, also die man diese Verbrauchsdinger, wie gut so Dinge auseinanderplatzen, das kann auch sein, aber das weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Kann auch mal einer, der sich mit Mining gut auskennt, schreiben, ob das wirklich so ist, dass wenn man jetzt den richtigen Mining-Laser hat und vielleicht auch das richtige Modul, ob dann so Baxelite besser rausplatzt aus so einem Stein und dann einfach, ja, ein bisschen gesonderter ist. Ah, komm, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Mal sind immerhin fast 40. So, und ich glaube, die restlichen haben wir schon durchgescannt, oder? Den haben wir noch nicht. Den müssen wir nochmal. Nee. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, Freunde, aber das ist mir einfach zu wenig. Da ist zu viel Mist mit bei. Na genau, das ist das Borase-Ding. Aber wir schauen uns die anderen nochmal an. Da haben wir nochmal einen, den können wir direkt einsaugen. Der da hinten wird wahrscheinlich zu groß sein, vermute ich mal. Aluminium, ja. Der ist wahrscheinlich wirklich zu groß. Sieht jetzt schon tierisch groß aus. Ja, ja. Ja, ist auch schön Baxalit drin, ne? Ja gut, ist aber jetzt in Ordnung. Der ist auch zu groß, wollen wir gleich gucken. Ja, und der wird auch zu groß sein hier. Das sind alles Mole-Brocken. Ja, wohl der geht fast. Medium. Ja, den könnte man eventuell noch aufkriegen, wenn was Anständiges drin wäre. Ist aber nicht so. So, gut. Dann nehmen wir uns hier noch den Borase-Brocken vor. Hatten wir den noch gar nicht hier? Doch, hä? Warum hat er den jetzt nochmal gescannt? Oder war das der Borase-Brocken? Nee. Na gut, egal. So, wir nehmen uns den auf jeden Fall jetzt vor. Fracturing Mode on. So, schön in den optimalen Bereich reinfahren und los geht's. Ja, das ist wunderbar, dass dieser grüne Bereich wirklich... Oh! Achso, okay. Ja, irgendwie driftet die Prospekta immer so leicht nach oben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie sieht mir das da auch jetzt gerade komisch aus auf der Seite. Der steigt, obwohl er gar nicht im optimalen Bereich ist. Merkwürdig, merkwürdig. Und mein Laser ist auch komplett aus. Naja, gut, wir lassen ihn mal. Er läuft ja durch. So, puff. Mir soll es recht sein. Solange uns das Ding nicht um die Ohren fliegt. Halle Idiot. So, jetzt ein richtig schöner Borase-Brocken hier. Ja, komm. Ist halt schade, dass Aluminium dabei ist. Ne? Gold wäre halt geil, ne? Gold ist halt echt richtig wertvoll geworden. Ne? Dafür ist halt Laranit halt... Oder ne, Agrizium war ja vorher so wertvoll. Das ist leider nichts mehr. Ne? Ja, toll. 100% Aluminium. Kannst du dir eine Pfeife rauchen, kannst du da.
jetzt dafür ist hier nochmal richtig Borasa am Start jetzt. Oder Berace. Heißt bestimmt Berace. Hier. Oh, geil. Ja, schön, Borasa. So, hier nochmal Borasa. So, und dann hoffe ich, dass wir unseren Mining-Auftrag noch früh genug abbrechen können, damit wir das Ganze noch mit der Cutter wegfliegen können. Sonst müssen wir uns noch ein Transportschiff leihen. Das wäre ja echt doof. Ja, gut. Ein bisschen hundertprozentiger Aluminiumbrocken noch hier. Aber ich würde sagen, wir dödeln noch mal ein bisschen weiter hier. Und gucken, ob wir noch mal was finden. So, die Richtung gehen wir mal. Oh, habt ihr gerade gesehen, da war ein Stein, der war über 1 Million Kilometer weg. So, ja, wir verlassen hier erstmal unseren Scan-Bereich. Gucken mal, ob er uns ein paar neue anzeigt. Aber ich muss auch sagen, dass man gar nicht mehr so lange rumfliegen muss, bis man was erscannt. Das war früher, war das wirklich, boah, da bist du teilweise 10 Minuten rumgeflogen, bis du überhaupt mal einen Stein gefunden hast. Ich hätte es nicht zu laut sagen sollen, wahrscheinlich. Jetzt haben wir was. Jawohl, das ist jetzt. Das ist jetzt der übelste Brocken. Der Nucleus. Sagt man das nicht so? Ach, ich glaube, der Nucleus ist der beim Nacho-Berg, der den ganzen Käse, wo der Käse den ganzen Nacho zusammenhält, oder? War das nicht so? Ich weiß es nicht. So, schnell hin. Und dann schnell zurück. So, Ambitious Dream Station. Oh, hier. Da ist er. Ja, und es ist halt auch geil, wenn man irgendwann so sein Schiff anständig fliegen kann. Das ist auch ganz cool, wie die ganzen Brocken hier noch so da daneben noch liegen. Da sind auch noch Steine, aber die können halt nichts. Aber liegen halt hier trotzdem. Irgendwie cool aus. Auch mit dem Schattenwurf und so. Gefällt mir. So, der wird wahrscheinlich zu groß sein. Ich denke mal, nur die beiden mittleren sind für uns interessant. 8000, ja, das ist zu viel. Laranit wäre okay. Der ist okay. Mal gucken, was drin steckt. Borasa, das ist in Ordnung. Was haben wir hier? Den können wir direkt einschnorcheln. Gucken, was drin ist. Aluminium, Fastenite. Ja, dann würde ich sagen, na gut, scannen wir die auch nochmal, aber ich schätze mal, die sind zu groß. Obwohl, der geht vielleicht noch. Ja, der geht sogar noch. Was haben wir drin? Aluminium, Fastenite. Na gut, dann scannen wir den auch noch. Dann sollte der eigentlich auch noch gehen von der Masse her. Ja. Birrel. Na gut, dann nehmen wir uns nur den hier vor. Los geht's. Er fliegt halt die ganze Zeit irgendwie komisch rum, ne? Das ist echt merkwürdig, dass er... Siehst du, jetzt steigt der. Jetzt müssen wir weiter weg hier. Damit wir so ein bisschen das Ansteigen verhindern, ne? Weil wir sind... Unser Rüssel ist ja gar nicht... Wir sind ja gar nicht hier... Wir geben ja gar keinen Power. Ne? Das ist halt so ein bisschen... aber ist geil. Das ist geil. Das ist so ein bisschen tricky. So, mal schauen, wie gut das jetzt hier rausgebrochen ist. Aluminium. Das ist schon mal ziemlich schlecht rausgebrochen. Ja, ihr seht, ne? Ich fliege immer näher ran. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich kann ja mal die VTOL-Triebwerke nach unten fahren. Aber eigentlich
sollte er das Problem behoben haben. Aber seht ihr, ne? Der ist die ganze Zeit so ein bisschen am Fliegen. Ich kann euch aber nicht sagen, warum, ne? So, was haben wir hier? 31. Oh, das ist alles nix, ne? Das ist alles leider ziemlich, ziemlich schlecht. Vielleicht der. Nee, auch nicht. Oh, so, einen haben wir noch, glaube ich. Hier auf der Seite. Da müsste noch irgendwo einer stecken. Der hier. Kann aber auch sein, dass der Wind uns vielleicht hier so ein bisschen rumtreibt, wo man keinen sieht. Aber kann trotzdem sein, dass einer da ist. Aluminium. Ja, den nehmen wir doch nochmal mit, würde ich sagen. 517 Masse. Kriegen wir auch ein bisschen was rein von. Wunderbar. So, ist noch einer hier? Kann sein, dass dahinter noch einer steckt, ne? Aber. Ah, den haben wir noch gar nicht gescannt hier. Den offensichtlichsten. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Wahrscheinlich kommen wir daher, deswegen würde ich mal nicht in die Richtung fliegen, obwohl doch, das müsste eigentlich gehen, weil wir sind weiter geflogen gerade. So, da haben wir wieder was. Sehr, sehr cool. Vielleicht ist es das auch schon. Das Schöne ist, dass man jetzt hier wirklich seinen Speedlimiter bewegen kann, während man im Mining-Mode ist. Ne, dafür muss man halt den Mining-Throttle, ne, also den hier, diesen Power-Modus, den muss man dann halt jetzt mit Alt, linke Alt-Taste und Mausrad bewegen. Ne, das ging ja vorher nur mit Mausrad. Ne. Aber schöne Lösung. So, was haben wir da? Das ist jetzt ein Igneous-Depot. Igneous-Depot. Titanium Hephaestonite. Ah, nee. Ah, es gibt hier also auch Titanium. Ist aber immer die Frage, wie viel, ne? Also vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, Daymar, mehr Titanium. So, hier haben wir Taranit. Taranit ist gar nicht so doof. Also Daymar haben wir mehr Titanium und hier haben wir mehr Aluminium. Zumindest macht das so den Eindruck. Natürlich kommt hier auch ein bisschen Titanium vor. Aber Aluminium, ja gut, okay, viel zu viel. Viel zu groß. So, den können wir direkt einschnorcheln. Gucken wir mal kurz rein, was drin ist. Aber ich habe noch nie einen coolen Stein gefunden, den man direkt einschnorcheln kann. Laranit. Nee, auch zu wenig. So, dann gucken wir uns den nochmal an. Beryl, Titanium, nope. Dann gucken wir uns den noch an. Und der da drüber wird zu groß sein. Und dahinter, den können wir uns auch noch angucken. Ansonsten brechen wir den hier unten mal auf. Titan. Oh, Gold, Freunde, Gold. Gold werden wir uns auf jeden Fall holen. Ist irgendwie so verrückt, ne? Gold war vor ein paar Patches, hast gedacht, so, Alter. Gold, hau ab. Das ist Borase. Ja, okay. Ja, cool. Dann machen wir das jetzt. Dann werden wir das alles mal aufbrechen. Taranit auf jeden Fall. Allerdings, ach puh, der ist viel zu groß. Den kriegen wir gar nicht auf. Den kriegen wir gar nicht auf. Ja, da ist zwar hier so ein optimaler Bereich, aber den brauchen wir gar nicht probieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja, hier, mal ran. So, ne? Optimal. Dann gibst du Gas hier. Machst den Mining Laser voll nach oben und dann geht hier gar nichts ab. Ne? Ja, ist aber viel zu viel Masse. Gut, dann hat sich der erledigt, aber wir haben ja hier unseren kleinen Goldjungen, den werden wir uns nochmal angucken. Das wäre natürlich cool, wenn hier ein schöner Goldbrocken rausbrechen würde. Ein schöner Goldnugget. So, wenn wir nicht zu nah rangehen. Ja, der Bereich, der wird auch immer so ein bisschen größer. Der Window Size 140. Das ist der Mining Laser, ne? Der macht uns nochmal 140%, ist das wahrscheinlich. Seht ihr unten, da rede ich gerade von. Ja, und Instabilität. Ne, ist auch nochmal um 65 besser. Ich weiß nicht, ob das Prozent sind oder Grad oder irgendwas. Ne, keine Ahnung. Aber es könnte schon Prozent sein. Ne? 140% gibt es ja auch.
Ne, Overcharge Rate ist dann 200, minus 200%, also Orange ist ja immer schlecht, ne, in Resistenz ist 125 im negativen Bereich. Deswegen sehen wir auch hier 36% Resistenz, also wir müssen jetzt schon ordentlich arbeiten. Ihr seht, dass der Strahl relativ langsam hochgeht. Das liegt einfach daran, dass die Resistenz, also der ist sehr resistent, der Stein. Ne, wir können ein bisschen näher ranfliegen nochmal. Einfach mal gucken, da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen schneller hochgehen dann. Aber das ist mir lieber, als wenn der wirklich ja, unkontrollierbar hin und her schwubbelt. Ne, das ist nämlich die Instabilität. So ist mir das alles ein bisschen lieber. Und der grüne Bereich hier, in dem wir jetzt gleich sind, der ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. So, jetzt gehen wir so ein bisschen zurück. Noch weiter. So, meistens ist er, wenn er da drin ist, ist er dann doch irgendwie, dann braucht er gar nicht mehr so viel. Aber wir können ja mit dem Ganzen ein bisschen spielen. Gar kein Problem. So. Ah ja, Under Attack. Der Stein hat uns angegriffen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Aber richtig schön Gold hier. 41. Naja, geht so. Würde ich, glaube ich, trotzdem mitnehmen, weil Gold ja echt das drittwertvollste ist. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Neben, wenn man Quantanium jetzt noch mit dazu zählt. Ne? Aber wir sollten auf jeden Fall erstmal alle Brocken hier abscannen, ob wir nicht noch einen besseren Brocken finden. Das ist immer schade, wenn man dann mit Schrott voll macht und dann scannt man nochmal und dann ist da nochmal 100%ig Gold. Ja, das ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen erstmal hier absuchen das Ganze. Na, ja, die guten Sachen, die weiß ich nicht. Die wollen immer nicht so richtig einzeln rausbrechen. Aber wie gesagt, kann halt auch an den Modulen und am Laser liegen. So, 4,6% Gold. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, 41, denke ich mal, auf jeden Fall. Mit hier unten haben wir auch noch einen. Den scannen wir nochmal ganz kurz. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber ich denke mal, wir werden hier an diesen Brocken auf jeden Fall satt werden. 37. Ja, komm. Das nehmen wir mit. Ich denke mal, der wird es schon sein. Ah, nee, doch nicht. Ein bisschen müssen wir noch. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch Titanium. Das war 41 Gold. Ist natürlich Inert Material viel mehr. Ne? Das ist natürlich mega schade. Aber gut. Dann würde ich sagen, sind wir voll. Und donnern mal schnell zurück. So. Ich weiß gar nicht, ob wir auch direkt fliegen können. Ich kann ja mal schon mal hier vom Mond aus planen. Einmal hier direkt zur Ambitious Dream Station. So, ja, manchmal will er die nicht. Dann will er dann nur den Punkt davor, ist aber nicht schlimm. Ah, können wir direkt machen. Sehr schön. Und dann Gas. Achso, ja, den stellen wir mal wieder zurück. Verlassen. Ah, jetzt haben wir sie. Sehr gut. So, und dann hoffe ich, dass wir den Mining-Auftrag früh genug abbrechen. Ne, das Ärgerliche an der Sache ist natürlich, dass wir jetzt Sachen ja, in eine Tonne hauen, weil wir den Mining-Auftrag nicht zu Ende laufen lassen, aber da gebe ich ganz klar dem System die Schuld, denn man könnte ja auch sagen, so hier unterbrechen, erstmal rausnehmen das Ganze, den Rest weitermachen. Könnte man natürlich jetzt auch Argumente finden, dass man sagt, nee, das geht nicht, weil ist ja alles in einem Topf und so, bla bla bla, ne, lange Rede, gar keinen Sinn, sondern man könnte aber auch sagen, ja, ich möchte das zu Ende laufen lassen und das finde ich halt viel realistischer und das Ganze Material dann, auch wenn ich jetzt hier gerade kein Transportschiff am Start habe, erstmal in der Station lagern. Ja, kann ja auch ein bisschen was kosten, so minimale Lagerkosten, meinetwegen. Ne? Aber ich denke mal, das ist das Mindeste, was kommen muss. Ne, das wird bestimmt auch kommen. Also
kann ich mir nicht vorstellen, warum nicht. Weil das heißt ja, dass wenn jetzt jemand nur eine Prospekta hat und nur eine Aurora beispielsweise, dass der gar nicht raffinieren kann. Nur weil er einfach kein Schiff hat, was eine volle Prospektor komplett raffinieren lässt. Ne, zum Beispiel auch die Tatsache, dass man sagt, so, ich möchte einen Teil verkaufen und einen Teil raffinieren, das geht ja auch nicht. Könnte man natürlich jetzt auch wieder argumentieren, dass man sagt, ja, ist ja aber auch alles in einem Beutel und wenn man das da reinschüttet, dann ist das alles zusammen und dann kann man das nicht mehr trennen und so. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also klar, könnte man alles sich irgendwie so zusammenreimen, aber ich denke mal, wir sind hier im Jahre 2953, da sollte sowas schon möglich sein. Ist meine Meinung. So, aber das Zwischenlagern, finde ich, das sollte auf jeden Fall gehen. Ja, und da können wir uns irgendwann natürlich auch mal auf die Suche nach Quantanium machen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo es Quantanium gibt. Das Einzige, was mir einfällt, ist der Aaron-Helo-Belt. Ne, das ist ja, glaube ich, hier 10.000 oder 100.000 Kilometer vor Arkorb, beziehungsweise vor Hörsten, nicht Arkorb, oder war es Arkorb? Ich glaube, es war Hörsten, meine ich. Oder war es Arkorb? Ah, ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall der Aaron-Helo-Belt. Ne, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Quantanium, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. So, wie sieht das eigentlich aus? Gibt es hier eigentlich auch was zum Minern? Oh ja. Ja, können wir auch theoretisch hier mal Minern gehen. Ja, machen wir auch mal. Machen wir. Wenn das alles in-game abläuft, die Zeit, dann haben wir das Schiff ja noch ein bisschen. Und dann gehen wir dann halt in der nächsten Episode einfach hier mal minern. Super Idee. So, ich werde mich aber jetzt erstmal hier in der Station ausloggen. Wir erstmal jetzt alles, erstmal die Geschäfte erledigen. Dann gucken wir mal, wenn wir gleich reinkommen, wie viel Zeit noch auf dem Tacho ist. Nach einem langen Arbeitstag nach Hause in die Ambitious Dream Station. Das ist fantastisch. So, wir haben keine Mucke angemacht, ne? Ah ja, gut. Ich habe ja auch keine. Der Sitko hier hat ja keine Mucke. Das ist ja nur der andere, der hier die Playlist hat. So. Landerlaubnis, nicht Starterlaubnis. Landerlaubnis erbitten. Wahrscheinlich wieder da hinten, der rechts, über diesen Tonnen da. Oder auch nicht. Der ist diesmal auf jeden Fall immer am Arsch der Welt. Damit man auf jeden Fall noch die Chance hat, hier irgendwo gegen zu fliegen. So, wo ist er denn? Da. Prospekta ist echt ein Brett, ne? Aber wir können sie ja fliegen. Ist ja gar kein Problem. So. Wunderbar. Boah, früher weiß ich noch, da war das der übelste Krampf, ne? Vor allen Dingen, als der Hover-Mode da war. Einige von euch können sich vielleicht noch dran erinnern. Wenn ihr da eine vollgeladene Prospekta mit Laranit hattest und musstest dann in so einem Hangar landen. Boah, das war wirklich Schweißausbrüche, sag ich euch. So, ich bin echt mal gespannt. Das wäre so geil, wenn die Zeit nur in-game ablaufen würde. Ich meine, beim Knast ist es halt nicht so, ne? Aber beim Knast ist es ja vielleicht auch eine Ausnahme. Da ist es ja so, da kannst du dich ausloggen und die Zeit läuft weiter, ne? Und wäre echt cool, wenn das hier nicht so wäre. Aber wir werden es gleich erfahren. Hör mal auf! So. Also. Bup, Lobby. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. 2047. Tja. Da bin ich jetzt natürlich überfragt. Könnte sein,
dass es in-game ist, weil wir waren ja jetzt auch schon wieder gut unterwegs. Also insgesamt müssten da jetzt 4 Stunden zwischen. Ja, doch, das kommt hin. Dann ist das, glaube ich, wirklich in-game. Dann ist das, glaube ich, in-game. Nee, dann ist es nicht in-game. Nee, dann ist es nicht in-game. Weil in-game wären ja dann insgesamt jetzt 2 Stunden weg. Nee, dann läuft das wirklich wahrscheinlich außerhalb der Spielzeit ab. Das ist natürlich sehr doof. Aber schreibt es mir trotzdem nochmal in die Kommentare, ob ich mich da jetzt irre. Aber ich meine, das müsste so sein, dass das außerhalb der Spielzeit abläuft. Das ist schade. Ne? Weil das würde ja bedeuten, du bist ja gezwungen dann wirklich da. Wer sitzt 24 Stunden vorm Rechner? Ne? Ist ja Quatsch. Ich finde, das sollte so sein. Aber ich denke mal, das wird auch noch kommen, weil das ist wirklich nicht cool. Aber auch dazu, Freunde, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Sollte das Ingame ablaufen? Oder ist das okay so, dass das ja abläuft, wenn man noch ausgelockt ist? Und ich meine, beim Knast, das weiß ich, da spalten sich die Gemüter. Viele sagen, wenn das Ingame ablaufen würde, dann würde ich kein Star Citizen mehr spielen, weil dann würde man ja manchmal wirklich 24 Stunden oder noch länger im Knast sein. Ne? Reichen ja auch 6 Stunden. Ohne dass man da, ja gut, man kann das natürlich abarbeiten, ne? Aber ich bin der Meinung, erstens ist es halt die Wahl. Du kannst ja überlegen, ob du Scheiße baust, ne? Und ob du in den Knast willst. Und dann ist auch, glaube ich, die Gefahr, der Reiz noch heftiger, wenn du weißt, nein, du kommst in den Knast, verdammt, ne? Und zum anderen fehlt natürlich Knast-Gameplay. Der Knast muss natürlich geil sein. Dann wäre es, glaube ich, auch was anderes, ne? Also ich finde, es sollte in-game ablaufen. Das ist so meine Meinung. So, wir müssen das jetzt hier unbedingt stoppen. Wir sind bei 200. Das kriegen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch in die Cutter. Können wir mal ganz kurz gucken, wie viel hat denn die Cutter? Null? Warum hat die null? Warum hatten die null? Ach, weil wir da was drinne stehen haben, ne? Oh, nö. Okay, das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern, Leute. Das geht nicht. So, erstmal verkaufe ich jetzt das Zeug hier. 36. Ja, das ist doch schon in Ordnung. Ne, das ist zwar immer noch nicht die Kohle vom Ausleihen, aber immerhin. So, weg. Zack. Na, los, 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 komm, 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 komm. Ja, ich glaube, der zeigt das immer nicht an, aber hier hat das, müsst das jetzt haben, genau. So, oh weia, da müssen wir natürlich erstmal die Cutter jetzt freischaufeln. Da ist ja die Kiste drin, die steht ja alles auf dem Ladedeck und die Waffe liegt dabei auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Hangar können wir das Traktor-Teil benutzen, ne? Was wir natürlich jetzt nicht dabei haben, wir Vollhongs. Mist, 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 Mist. Oh weia. So, das heißt, jetzt ist Geschwindigkeit angesagt, Leute. Und richtig scharfer Verstand ist angesagt. So, ich werde mir jetzt. So, ich muss erstmal ganz kurz checken. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier auf jeden Fall ein Multitool. Und wir haben ein Mining Attachment. Es kann sein, dass ich eventuell in der Kiste im Schiff oder sowieso im Schiff noch einen Traktorbeam habe. Das schauen wir mal ganz kurz. Das wäre natürlich super. Es kann sein, dass einer in der Kiste ist. So, also, Kada. Hangar 2. Ja, so ein Stress. Hier. Das ist, ja, Mining ist einfach ein anstrengender Beruf. Muss man alles denken. So, ich denke mal, wenn wir eine Cutlass hätten, dann hätten wir das Problem nämlich nicht, weil die hat genügend Standard-Cargo-Units. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, 400. Nee, 42, glaube ich. Oder 46? Nee, 46, glaube ich. So, was ist hier jetzt? So, also, bitte, bitte, bitte. So, hier, ne? Licht hat alle. Oh, der steht ja mittendrin, ne? Deswegen der blockiert beides. So, Traktorbeam. Nein, verdammt, haben wir hier einen drin? Gucken. Nein, haben wir auch nicht. Ach, das ist aber ärgerlich, ey. Haben wir hier noch was drin?
Da ist auf jeden Fall noch... Ja, wohl, nee, das sieht nur so aus. Oh, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich blöd. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja nicht bescheuert. Wir gucken erstmal nochmal ins Schiff. Wo, da haben wir, glaube ich, gerade schon, ne? Nee, da ist aber auch nichts. Ich werde mir jetzt einen Traktorbeam kaufen, Leute. Immer noch nicht doof. Aber leider können wir das Ding nicht schieben. Oh, doch, können wir doch. Können wir, ne? Oder? Ah, die Waffe liegt aber hier im Weg. Ah, zumindest schon mal einer frei. Vielleicht reicht das schon. Ja, komm, gucken wir mal. Vielleicht reicht das. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall den einen soweit freigeschaufelt haben. Ich hoffe, die Kiste backt nicht wieder rüber. Wenn aber nicht, werde ich mir auf jeden Fall sofort mal einen Traktorbeam besorgen. So teuer ist der ja nicht. Haben wir ein bisschen was verdienen, dann kann man sich auch mal was gönnen. So, Schiff lassen wir draußen stehen. Das sollte egal sein. Kann hier nicht mal ein Traktorstrahl rumliegen? Oder liegt auch mal alles rum hier? So, in der Refinery sollte auf jeden Fall einer zu kriegen sein. Wir checken aber erstmal ganz kurz, ob wir das nicht so schon reinkriegen. Denn zwei Kisten sollten auf jeden Fall reingehen. Aber vielleicht sind wir schon drüber mit unserem Refinery-Job. Dann geht das halt nicht, ne? Weil er ja nur alles dort einlagert und nicht nur zwei Kisten. Ne? Das ist ja leider doof. Zuppel. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, es ist schade, dass der Rest halt jetzt flöten geht, ne? Aber so ist das halt. Kannst du nichts machen. So, Cutter. Ja, hier. 200. Ah, wir sind drüber, ne? Wir sind drüber und können deswegen leider nichts machen. Das ist total doof. Ne, wir müssen die Kiste da noch runterziehen. Deswegen, Traktorbeam. Wir dürfen halt nicht über 400 kommen. Aber das sollten wir schaffen, weil dann haben wir nämlich richtig verdingst. So, wo sind wir? Wo, da müssen wir hin. Ah, schaffen wir. Kein Problem. So, also. So, hier, 320, komm, gönn dir. Ja, ein Traktor, man muss das immer dabei haben, ne? Seht ihr, es ist Traktorbeam, ist Pflicht. Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich jetzt ohne Traktorbeam losfliege, ne? Ich sag euch das. So, ich hoffe, den kann ich da auch jetzt im Hangar benutzen. Ansonsten fliege ich raus erstmal. Das ist natürlich die Frage, was wir jetzt mit unserer Kiste machen. Ich will die ja nicht loswerden. Ich will die ja eigentlich mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück und können die dann trotzdem noch da irgendwie hinstapeln, wenn wir dann vielleicht noch einen Slot frei haben. Müssen wir uns beeilen. Obwohl, was hatten wir gerade? Ah, ich glaube, wir waren schon. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh, schnell hier. So, jetzt. Denken und handeln. Geht nicht. Los! Schon mal ziehen. So, wo waren wir? Hangar 2. Ich glaube, hier geht's nicht, aber hier müsste es gehen. Genau, hier geht's. Dann schalten wir mal um auf Traktor. So, erstmal die Waffe loswerden. Die brauchen wir eh nicht. Die können wir mal hier rausschmeißen. Weg mit dir. So, und den hier, den stellen wir mal einfach, würde ich sagen, stellen wir einfach mal hier hin. Steht zwar im Weg, aber ich glaube, das ist okay. Mal hier so direkt so dran, so zack. So, gerade dran. So, kommen wir hier zur Not noch durch, glaube ich. Schauen wir mal.
So müsste es auf jeden Fall jetzt gehen. Ja, komm. Waffe lassen wir hier. So. Zack. Boah, Glück gehabt. Ja, mich aber auch. Dann bin ich aber auch fertig. Oh, dann bin ich fertig mit den Nerven. So, wir können das Schiff, glaube ich, einlagern. Das ist nicht schlimm. Das machen wir mal. To the ASOP Vehicle Retrieval System. So. Wunderbar. Ja, und dann haben wir unser Geld leider, leider wahrscheinlich nicht rausgekriegt. Ne? Oder wir gehen wirklich bei Null mit raus, ne? Jetzt mit dieser Aktion. Also wenn man sich eine Prospekte ausleiht, dann muss man schon wirklich ein bisschen Zeit da rein investieren, um da was ja, rauszuholen. Ich glaube, wenn wir die erste Runde jetzt ordentlich gemacht hätten, ne, dann hätten wir ein bisschen was. Aber man will ja auch nicht mit Null rausgehen. Man will ja auch mit Gewinn rausgehen. Ne? So, aber ist okay. Ist okay. Ne? Also ich ist jetzt nicht so, dass ich denke so, oh, der Leihpreis ist zu teuer oder man hat zu wenig gefunden. Ne? Ich habe ja jetzt da im Mining-Bereich auch gerade mal ungefähr 2 Stunden rein investiert von 24. Ne? Deswegen... Ne, und das Zeug verkaufen wir hier jetzt ja auch noch. Leider ist es nicht der volle. Das volle Ding. Aber immerhin. So, jetzt müsste es gehen. Cutter. Genau, seht ihr, jetzt können wir das hier auf jeden Fall extrahieren. Und wir warten vielleicht, dass wir noch 300 voll kriegen. Obwohl, komm. Wurst. Geht das gar nicht? Können wir das gar nicht? Müssen das doch stoppen können. Oder ist das, weil er hier rumäumelt? Please wait for your... Work Order to Processing. Das müsste doch hier eigentlich gehen. Dass man das hier abbricht, oder? Stop and Collect. Doch, das müsste gehen. Was ist hier los, Leute? So. So geht's. Hat er nicht gemacht? Cancel Work Order. Ja, confirm. Er macht's aber nicht. Ist das buggy, Leute? Wahrscheinlich, ne? Ich befürchte, dass der Mining-Auftrag uns hier leider, leider, leider flöten geht. Was wir machen können, ja gut, der äumelt hier, ja, der ist Fratze. Was wir natürlich machen können, wir lassen den fertig laufen und leihen uns irgendwann dann mal ein größeres Schiff aus, wo wir das dann mitfliegen können. Aber dann geht es natürlich auch wieder nur... darum, dass man gerade so wieder seine Zeit rauskriegt, ne? Gut, Leute, wir haben alles versucht. Leider, leider hat es nicht geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich die Cutter eingelagert habe. Muss die auf dem Pad stehen? Nee, eigentlich nicht, oder? Die kann auch eingelagert sein. Das müsste trotzdem gehen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich bin gespannt, ob dann die Prospekte noch da ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Denn der nächsten 20 Stunden werde ich sicherlich nicht nochmal minern. Und ja, ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir dann weitermachen. Aber... irgendwas wird uns auf jeden Fall schon einfallen. Ist das ein Spieler da oben? Ja, ne? Witzig. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssikowski.